Ja, hier ist wieder euer Lord Titan alias Verdanken und ja, man kann es nur sagen, wie es ist. Leider gibt es einen Bildungsmangel, einen Verstandmangel in Deutschland, aber auch global gesehen in der Gesellschaft, in der Welt, wo eben sich rechtes, asoziales Viehverhalten durchsetzt, dieses sogar als nichtig gesprochen wird von den rechten Heuchlern, dass es überhaupt rechte Gewalt oder rechte Vielverhaltensformen gibt. Ich kann nur sagen, dass es ganz klar eben ein Verschulden der Eltern, Lehrer und Erziehungsberechtigte, die versagt haben in ihrer Bildungspflicht. Eine soziale Bildung sollte auch eben gegeben sein, die Probleme und die Gefahren, die es gibt, eben auch gerade der rechten Inszenierung und Gesinnung, die sich breit macht. Und dabei geht es eben nicht nur um Ausländer, Hautfarbe, Nation, Religion, Alter oder eben Geschlecht oder eben, was weiß ich. Es geht auch nicht um allein Zweiten Weltkrieg oder Neonazis. Ja? Es ist immer wieder eine beschissene Ideologie, alles immer nur auf eine Randgruppe zu beziehen. Und Neonazis sind eine Randgruppe, eine rechte Gesinnung, eine radikale Auswirkung der rechten Verhaltensform. Ja, eine extreme. Ja, das heißt aber nicht, dass es in der Gesellschaft, nur weil es gerade dort kein Neonazi gibt, nicht eine rechte Gesinnung gibt. Klar gibt es die. Man erlebt sie jeden Tag. Ja, es wird dann abgetan als Hänseln, Mobbeln oder sonst was. Aber man diskriminiert andere Menschen, man beurteilt sie, man geht sogar massiv mit bis hin zu Gewalt und Morddrohung gegen andere Menschen vor. Ja, das sind teilweise Straftaten gegen das Gesetz gestellt. Und diese Leute glauben noch, sie seien im Recht, ja, andere Menschen kaputt zu machen, andere Menschen zu diskriminieren, zu verhetzen, zu verurteilen. Das alles ist eine blinde Ideologie, eine rechte Gesinnung, ein rechtes Fehlverhalten. Und wenn ihr nicht endlich die Augen aufmacht, die Ohren aufmacht und euren Verstand benutzt, um endlich mal was auszusagen, was sachlich ist mit Bildung und Verstand, dann fahrt ihr voll an die Wand. Ja? Dann verkackt ihr. Ihr und eure Kinder, eure, werden nicht mehr klarkommen mit der rechten Fehlverhaltensart, die sich breit macht. Ganz abgesehen davon, dass es eine asoziale Vielverhaltensform ist und eben das Asoziale sich immer gegen das Soziale miteinander stellt. Ja, macht die Augen auf, macht die Ohren auf, benutzt euren Verstand, schaut hin und es gibt ganz klar rechte Vielverhaltensformen und ich nenne rechte Scheiße, ja, auch wenn es diesem Gutmenschen nicht passt, ja. Ihr deckt und fördert rechtes Verhalten. Rechte Streben, rechte Vielbildung, rechte Gewalt. Ja? Ihr lasst überhaupt zu, dass überhaupt solche Extremen entstehen können. Und ich habe ein Problem mit dieser Gesellschaft, weil sie so rechtstendierend ist. Nicht nur in der Politik, und es ist nicht nur politisch, was ich sage, sondern ich halte mich hier nicht an Parteien oder sowas oder eben an Richtlinien, sondern ich spreche die Gesellschaft an, den Vater mit zwei Kindern, der nur seine rechte blinde Ideologie hochhält, ja, und seine Kinder dadurch auch wieder verblühen. Ihr müsst die Augen aufmachen, ihr müsst die Ohren aufmachen, ihr müsst hinschauen und ihr müsst verstehen, worum es geht. Nur weil jemand lächelt, ist er kein netter Mensch, ja. Sondern ein netter Mensch ist jemand, der auch zu seinem Wort stehen kann und menschlich ist, menschlich auch zu anderen Menschen ist. Egal, ob welche Herkunft sie haben, welche Einschränkungen sie haben oder welches Geschlecht sie haben, ja, oder welches Alter. Ja. Und es ist egal, welches Alter, Geschlecht oder Nation oder Religion jemand hat, der sich gegen anderes blind äußert und ausspricht, blinde Ideologie erhebt, eben verhetzt, diskriminiert, verurteilt und bis zu Gewaltebene gegen anderes agiert, ist eine rechte Verhaltensform. Ja. Ist nicht besser als ein Neonazi. Ja. Tut mir leid, ist kein Pfund besser als ein beschissener Neonazi. Ja. Und das ist diese Gesellschaft. Und da gebe ich einen Scheiß drauf. Und ich spreche liebes Facebook oder YouTube oder
Secret City oder was auch für Plattformen das sind mit ihrer komischen Community-Richtlinie, die auch nur aus den Rechten greift, ja. Ich halte mich an soziale Richtlinien aus den realen und mich interessieren eure rechten Community-Richtlinien nicht, ja, indem ihr ein rechtes hört und unterstützt. Ich werde ganz klar sagen, rechte Bücksklaven sind rechte Bücksklaven und sind scheiße. Sie sind nicht für was anderes geboren, als sich zu bücken für das System und für meine Rente. Und wenn ihr damit ein Problem habt mit der Wahrheit, ja, dass diese Leute scheiße sind, dass diese Leute blind gegen anderes agieren, blind Menschenleben kaputt machen, dann habt ihr immer noch nicht begriffen, worum es geht, dann habt ihr im 21. Jahrhundert noch nicht genug Verstand und Bildung, um eure Intelligenz zu fördern, ja. So, euer Lord Titan alias verdanken und ich gebe einen Scheiß auf die ganzen rechten, blind ideologistischen Vollidioten, ja. Und jeder soziale Mensch mit Verstand und Bildung, mit genug Intelligenz ist bei mir herzlich willkommen. Damit verabschiede ich mich, euer Lord Titan. Und das gilt real wie virtuell, ja. Weg mit brauner Scheiße, mehr Vielfalt, mehr Buntes und ja. Viel mehr kann man da auch nicht sagen, ja. Und ich werde mich immer wiederholen, weil die Leute auch sagen, ich wiederhole mich immer, ja. Weil die Leute immer wieder zu mir kommen mit derselben Scheiße, mit denselben Agierungen, mit denselben blinden Elementen gegen meine Person, gegen meine Behinderung. Und ich mich immer nur wiederholen kann, dass es rechte Scheiße ist. Blinde Ideologie, blinde Perfektionismus, den sie erheben gegen andere Menschen. Das passiert schon in Schulen und sowas. Ihr redet nur mal alles schön, schaut weg. Und wollt eine rosarote Welt, aber sie ist nicht rosarot. Dazu müsst ihr auch die Probleme sehen und mal angehen. So. Bis bald, euer Lord Titan alias 99. Peace.